Hallo, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Fall geht es um einen gelösten Fall, und zwar aus den USA. Am 31. März 2016 gingen die Familienangehörigen von Mark Trent zu seinem Haus, um nach ihm zu sehen. Marks Verwandte hatten ihn zu diesem Zeitpunkt seit etwa einem Monat, seit dem 29. Februar 2016, nicht mehr gesehen. Er hatte auch seine Arzttermine nicht wahrgenommen, was nicht seiner Art war. Als er da bei Marks Haus ankam, war klar, dass da etwas nicht stimmte. Er war eindeutig seit einiger Zeit nicht mehr zu Hause gewesen. Seine beiden geliebten Hunde waren im Haus und man hatte sich seit einiger Zeit nicht mehr richtig um sie gekümmert, was nicht zu Mark passte und äußerst beunruhigend war. Seine Familie bemerkte auch, dass sein Pickup fehlte. Sie riefen sofort die Polizei und meldeten ihn als vermisst, da sie um die Sicherheit des älteren Mannes fürchteten. Der 55-jährige Mark Trent lebte in Muncie in Indiana mit seinen lieben Chihuahuas. Muncie ist eine Stadt im Delaware County, die etwa 50 Meilen von Indianapolis entfernt liegt. Er wohnte in der 32. Straße, einer schönen, von Bäumen gesäumten Straße im Viertel Middletown Park. Mark war 1,70 Meter groß und wog etwa 125 Pfund. Er hatte ergrautes Haar und einen weißen Schnurrbart. Als die Polizei dort eintraf, stellten sie fest, dass der Wagen von Mark fehlte. Außerdem erfuhren sie von Familienmitgliedern, dass Marks zwei Hunde im Haus zurückgelassen worden waren und in der Zeit, in der er vermisst worden war, nicht versorgt wurden. Marks Brieftasche wurde in seinem Haus gefunden, allerdings waren darin kein Bargeld und keine Bankkarten mehr. Auch sein Mobiltelefon war verschwunden, obwohl das Ladegerät im Haus gefunden wurde. Die Polizei begann dann, das Verschwinden des Mannes zu untersuchen und befragte die Nachbarn, um weitere Informationen zu erhalten. Nach Angaben von Marks Nachbarn war ihnen aufgefallen, dass sein Dodge Ram 1500 Pickup vor etwa einem Monat von seinem Grundstück verschwunden war und es schien, als sei er über Nacht ausgezogen. Keiner seiner Nachbarn hat ihn seit Wochen gesehen. Die Nachbarn berichteten der Polizei auch, dass ein Mann und eine Frau seit einigen Monaten bei Mark Trent wohnten. Das Paar, beide aus Muncie, hieß Tracy und Ian Sheel. Das Paar hatte vorübergehend bei Mark Trent gewohnt, bis sie 2015 in einen heftigen Streit mit ihm gerieten. Daraufhin warf Mark Trent die beiden aus seinem Haus. Es gab Spekulationen, dass das Paar seither möglicherweise wieder eingezogen war. Die Polizei war besonders daran interessiert, Marks Hausgäste zu kontaktieren, da sie möglicherweise etwas über das Verschwinden des Mannes aussagen konnten. Leider gelang es der Polizei nicht, die Sheldons ausfindig zu machen. Sie waren plötzlich aus Munchie weggezogen, etwa zur gleichen Zeit, als Mark Trent verschwand. Als die Polizei begann, den Vermisstenfall von Mark weiter zu untersuchen, sahen sie sich seine Bankkonten an, um festzustellen, ob er seine Karten benutzt hatte und wo die Transaktionen stattgefunden hatten. Es gab eine Reihe von ungewöhnlichen Aktivitäten auf seinem Bankkonto. Von März bis August 2016 gab es mehrere Barabhebungen. Jemand hatte seine Bankkarten an verschiedenen Geldautomaten benutzt, obwohl die Polizei den Verdächtigen anhand der Überwachungsvideos nicht identifizieren konnte. Die Polizei konnte jedoch eindeutig feststellen, dass es sich nicht um Mark Trent handelte, der auf seine Bankkonten zugriff, sondern um eine andere Person, die mit seinen Karten Geld abhob. Es gab Transaktionen in mehreren Staaten, Indiana, Florida, Michigan und Tennessee. In einem Facebook-Post vom 3. März 2016 hatte Mark Trent angeblich geschrieben, dass er sein Leben neu bewertet und eine Pause von allem macht. Vielleicht für immer. Es gab viele Spekulationen darüber, ob Mark Trent den Beitrag tatsächlich selbst verfasst hatte oder aber von jemandem verfasst wurde, der sich als er ausgab. Als er verschwand, hatte Mark Trent sein Mobiltelefon bei sich, obwohl er sein Ladegerät zu Hause gelassen hatte. Das bedeutete, dass jemand, der ihn entführt hatte, leicht sein Handy hätte nutzen können, um die Nachricht zu schreiben und es so aussehen zu lassen, als ob Mark eine längere Auszeit von seinem Leben nehmen wollte. Am 3. März war er bereits seit ein paar Tagen verschwunden. Jahrelang fragte sich die Familie von Mark Trent, was mit ihm geschehen war. Es gab verschiedene Theorien darüber, was mit Mark geschehen war, aber ohne eine Leiche galt er immer noch als vermisst. Obwohl sein Fall mit der Zeit kalt wurde, gab es immer noch Hoffnung, dass er noch am Leben sein könnte. Diese Hoffnung wurde jedoch zunichte gemacht, als es endlich einen Durchbruch in dem Fall gab.
Im Oktober 2021 hatte ein Verwandter von Mark Trent der Polizei einen Hinweis gegeben, dass Ian Sheldon in Tennessee lebt. Jahrelang war es der Polizei nicht gelungen, Marks ehemaligen Hausgast ausfindig zu machen. Mit diesen sachdienlichen Informationen konnten die Behörden ihre Suche nach Sheldon fortsetzen. Und sie konnten ihn endlich zu Marks Verschwinden befragen. Die Polizei konnte die Lebensgefährtin von Ian Sheldon, Tracy Sheldon, ausfindig machen. Sie wurde eindeutig als die Frau identifiziert, die in der Wohnung von Mark Trent gewohnt hatte. Tracy sprach mit der Polizei und erzählte, dass sie und Ian 2015 vorübergehend in Marks Haus gewohnt hatten. Es dauerte jedoch nicht lange, weil die Männer sich zerstritten hatten. Zu diesem Zeitpunkt zog das Paar aus dem Haus von Mark aus und war gezwungen, in seinem Fahrzeug zu leben. Während sie in ihrem Fahrzeug obdachlos waren, hatten sie sich zunächst von Mark ferngehalten. Doch schließlich beschloss Ian, dass er zu Marks Haus zurückkehrt und mit ihm reden müsse. Sie waren alle drei im Haus gewesen, aber an einem Punkt des Gesprächs hatte Ian darauf bestanden, dass Tracy im Auto draußen warten sollte. Sie ging wie angewiesen nach draußen und wartete, bis Ian herauskam. Tracy erinnerte sich, dass er sehr lange brauchte, um herauszukommen, um mit ihr zu sprechen. Sie war überrascht, als Ian endlich herauskam und sie aufforderte, sofort zu gehen. Er wollte nicht erklären, warum, und so ging Tracy. Später an diesem Tag war sie mit Ian in Marks Truck nach Tennessee gefahren. Als sie dort ankam, hatte Ian den Wagen mit einem anderen Mann übernommen, den Tracy gegenüber der Polizei als Ryan Winningham identifizierte. Und die beiden Männer waren stundenlang verschwunden. Schließlich kehrte er zurück, allerdings ohne den Pickup von Mark. Tracy sagte der Polizei, sie wisse nicht, was danach mit Marks Wagen geschehen sei. Die Polizei zeigte Tracy Überwachungsfotos von den verschiedenen Geldautomaten und sie identifizierte Ian Sheldon eindeutig als den Mann auf dem Foto. Auf einem Foto war zu sehen, dass Ian sich als Frau verkleidet hatte, bevor er Geld von Marks Bankkonto abhob. Als er dann später konfrontiert wurde, bestritt Ian Sheldon, dass er das auf dem Foto sei. Die Polizei erfuhr daraufhin, wo sich Ian Sheldon derzeit in Tennessee aufhält, und konnte ihn erfolgreich aufspüren. Am 18. Oktober 2015 brachte die Polizei den 41-jährigen Ian J. Sheldon zum Verhör in das Büro des Sheriffs von Fentress County. Die Kriminalpolizei begann dann, ihn zum Verschwinden von Mark Trent zu befragen. Ian Sheldon bestätigte der Polizei, dass er und Tracy im Jahr 2015 für kurze Zeit in Marks Haus gewohnt hatten, bevor sie nach einem Streit auszogen. Das war etwas, das die Polizei bereits aus mehreren Quellen erfahren hatte und das für sie keine Neuigkeit war. Sie interessierten sich vor allem dafür, was mit Mark vor seinem Verschwinden geschehen war und vor allem, war er am Leben oder tot? Und wo befand sich Marks derzeitiger Aufenthaltsort? Sie befragten Ian in der Hoffnung, endlich einige Antworten in dem jahrelangen Fall zu erhalten. Ian Sheldon sagte den Behörden, dass er Mark Trent schon lange nicht mehr gesehen hatte. Nicht mehr seit Mark von Munchie, Indiana, nach Florida gezogen war. Ian erzählte der Polizei, dass er nach Marks Umzug die Erlaubnis von Mark erhalten hatte, sein Pickup nach Tennessee zu fahren. Und er behauptete weiter, dass er irgendwann nach Munchie, Indiana zurückfahren sollte. Obwohl er das Fahrzeug nie zurückgegeben hatte. Dann änderte sich seine Geschichte und Ian erzählte der Polizei, dass er und Tracy, als sie Munchie verlassen hatten, mit Mark in seinem kastanienbraunen Pickup nach Tennessee gefahren war. Doch Mark sei während der Fahrt unerwartet an einer Überdosis gestorben. Ian beschrieb der Polizei, wie er in Panik geraten war und die Leiche des Mannes versteckt hatte. Als die Polizei Ian aufforderte, sie zu dem Ort zu bringen, in dem er die Leiche versteckt hatte, konnte er Marks Überreste nicht finden. Die Polizei ging daraufhin zurück, um mit Tracy Sheldon zu sprechen und einige Details aus ihrer Geschichte zu wiederholen. Sie fragten sie, ob Mark mit ihnen gefahren sei. Sie verneinte dies und sagte, dass nur sie und Ian in dem Fahrzeug gewesen seien. Am nächsten Tag sprach die Polizei mit den Eltern von ihr. Seine Mutter erzählte ihm, dass ihr nach der Befragung am Vortag sehr aufgeregt gewesen sei und geweint und über Mark Trent und Munchie geschrien habe. Und er hatte seiner Mutter auch gesagt, dass er nicht im Gefängnis landen wollte. Die Polizei brachte Ian Sheldon zurück ins Büro des Sheriffs, um ihn ein zweites Mal zu befragen.
Bei der zweiten Befragung hatte Ian Shalen seine Geschichte noch einmal geändert. Er erzählte, er sei vor seiner Reise nach Tennessee mit Tracy zu Marks Haus in Munchie gefahren. Ian behauptete, dass Mark Trent darüber gesprochen habe, dass Ian und Tracy wieder in sein Haus einziehen sollten. Sie hätten auch darüber gesprochen, gemeinsam Drogen zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt habe Ian Tracy gesagt, sie solle im Auto warten, und sie verließ dann das Haus. Nachdem Tracy gegangen war, waren Ian und Mark in das hintere Schlafzimmer gegangen, in dem Ian zuvor übernachtet hatte. Mark hatte angeblich versucht, ihn zu verführen. Verängstigt habe Ian ihn abgewiesen, und als Ian versuchte, den Raum zu verlassen, griff Mark an seine Gürtelschlaufe. Ian reagierte und ergriff einen 2 Fuß langen Zelthering als Waffe, und damit schlug er dann Mark ins Gesicht. Mark war von dem Angriff fassungslos und fragte Ian, warum er ihn geschlagen habe. Anstatt seine Frage zu beantworten oder das Grundstück zu verlassen, schlug Ian Mark wiederholt mit dem Zelthering auf den Kopf. Er hinterließ ein großes Loch in Marks Kopf und der Mann hatte stark geblutet. Mark hatte auf dem Teppich gelegen und sich noch bewegt, als Ian erneut auf ihn einschlug. Mark starb verblutend auf dem Teppich. Zu diesem Zeitpunkt ging Ian nach draußen und sagte Tracy, dass sie sofort gehen müsse. Danach hatte Ian Marks blutigen Kopf mit einer Tüte bedeckt. Er schleppte Marks Leiche in einen Schrank und zog dann ein Stück des blutigen Teppichs hoch, um ihn zu entsorgen. Ian duschte und zog sich um. Er fuhr zum Walmart in Muncie und kaufte einen Plastikbehälter. Als er zu Marks Haus zurückkehrte, beendete Ian die Aufräumarbeiten am Tatort. Er legte Mark Trent in die Plastiktonne und packte sie in den Wagen. Er fuhr mit Tracy nach Tennessee und als er dort ankam, brachte Ian Marks Leiche zu einem Bergüberhang. Er hatte versucht, Marks Überreste zu verbrennen, aber als das nicht gelang, warf Ian Marks Leiche schließlich über den Abhang, in der Hoffnung, dass seine Überreste nicht entdeckt werden würden. Als die Polizei davon erfuhr, begab sie sich zu dem von Ian Shalen beschriebenen Ort und konnte die Überreste von Mark Trent ausfindig machen. Die Knochen wurden von der Gerichtsmedizinerin von Fentress County, Dr. Lauren Avrilla, und einem forensischen Anthropologen, Dr. Mary Marks, untersucht. Beide identifizierten die menschlichen Überreste als eindeutig von Mark. Sie stellten fest, dass er an stumpfer Gewalteinwirkung auf den Kopf gestorben war und sein Tod wurde als Mord eingestuft. Matthew Kubiak, der als Ermittler für das Delaware County Sheriff's Department arbeitete, hatte eine eidesstattliche Erklärung verfasst, in der er angab, dass Mark Trent am 31. März 2016 als vermisst gemeldet worden war. Er hatte über Marks Hunde geschrieben, die über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen worden waren, sowie über Marks vermissten Pickup. Kubiak wollte Ian Shalen an Delaware County ausliefern lassen, damit er sich gegen ihn erhobenen Vorwürfen stellen kann. Ian J. Shalen wurde wegen des Mordes an Mark Trent verhaftet. Er hatte in Jamestown im Bezirk Ventures gelebt. Er wurde wegen Mordes, Behinderung der Justiz, Betrugs, Diebstahls und Autodiebstahls angeklagt. Er wurde in Ventress County wegen Misshandlung einer Leiche festgehalten. Es ist sehr bedauerlich, dass die Behörden nicht in der Lage waren, Mark Trent sicher zu finden und nach Hause zu bringen. Zu dem Zeitpunkt, als er vermisst gemeldet wurde, war er bereits tot. Doch nach jahrelangen Ermittlungen konnte die Polizei in diesem ungeklärten Fall eine Verhaftung vornehmen. Mark Trent konnte ordnungsgemäß beigesetzt werden, und seine Angehörigen konnten eine gewisse Lösung in seinem Fall finden. Also was ich mich in dem Fall frage, ist einfach, wer hat sich um die Hunde gekümmert? Denn die sollten ja dann praktisch einen Monat unbeaufsichtigt gewesen sein. Mark soll spätestens am 3. März verschwunden gewesen sein und seit dem 29. Februar hatte man ihn nicht mehr gesehen. Und am 31. März ging dann die Vermisstenmeldung ein und da wurden dann die Hunde gefunden. Also er hatte Chihuahuas und Chihuahuas sind ja nicht gerade die leisesten Hunde. Die kläffen halt sehr gerne, bellen sehr gerne und das hätte doch auch irgendwie den Nachbarn auffallen müssen. Also wenn die Hunde da sind und nichts zu essen kriegen und auch kein Wasser bekommen, die werden sich schon bemerkbar gemacht haben. Mich wundert, dass das keiner mitbekommen hat.
Also in dem Artikel oder in den Informationen war hier auch tatsächlich nicht zu lesen, ob die Hunde noch gelebt haben oder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.